So, meine Freunde, moin zusammen. Grüße euch zu diesem Video. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier die zwei neuen Sonax-Produkte 2021 auf der Hand. Sonax Extreme Ceramic Spray Versiegelung, also die Sprühversiegelung mit keramischen Anteilen. Und hier auf der anderen Seite den Ceramic Quick Detailer. Zwei wirklich ganz unterschiedliche Produkte. Das hier zum Beispiel dient dazu, um eine bestehende keramische Versiegelung noch gut aufzufrischen. Oder aber ihr habt einen Lack ohne was drauf, könnt ihr sehr gute Sprühversiegelung benutzen. Detailer, so nach jeder Wäsche wirklich notwendig. Standzeit hier bei der Sprayversiegelung bis zu 4 Monaten. Und bei dem hier deutlich kürzer, nur ein paar Wochen maximal. Muss man ganz fair dazu sagen. Jetzt haben wir bei meinem Review dazu, was ich mit Juli zusammen gemacht habe, bei seinem Einser, einige von euch gefragt, oder ich glaube zwei waren es, die gefragt haben, kann man das Ganze auch als Scheibenversiegelung benutzen? Und ganz ehrlich, keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Legen wir los, viel Spaß beim Video. Okay, wegen legen wir los. Ihr seht, ich habe meine Poliermaschine hier mit einem ganz, ganz dünnen Pad. Dementsprechend nehmen wir hier ein bisschen von der Sonax Glass Polish und werden die Scheibe hier erstmal von allen Resten, die drauf sind und gegebenenfalls auch Versiegelungsanteilen, die noch drauf sein sollten, von verschiedenen Tests, die ich gemacht habe, hier befreien. So, also erstmal großzügig verteilen und dann schrubben wir einmal drüber über die Olga. Danach holen wir die Reste der Politur natürlich runter, um kein verfälschtes Ergebnis bekommen. So. Ach, unsere Scheibe polieren. Sollte man hier und da auch mal wieder machen. Da kriegt man die richtig schön sauber. Und jeglichen Schrott runter. Und genauso, weil das einige immer wieder fragen, kneten könnt ihr eine Scheibe natürlich auch. Bekommt man auch jede Menge Scheiße runter. So, hier hätte ich gar nicht den Scheibenwischer hochgemacht. Scheiß drauf. Soll passen. Dann schauen wir uns jetzt erstmal hier Beading Sheeting an. Das sollte ja weg sein. Wir haben ja gerade komplett hier poliert. Dementsprechend, ihr seht das, nur noch Wasserteppich. Absolut keine Tröpfchenbildung mehr, gar nichts. Ne? Auch kein Sheeting mehr vorhanden, logisch. Perfekt, vorbereitet. Decken wir jetzt hier auf der Fahrerseite das Ganze erstmal ab. So, und beginnen dann nämlich mit der Beifahrerseite beim Auftragen. Los geht's. Also, ich habe jetzt hier den Ceramic Quick Detailer. Und den sprühe ich jetzt hier auf die Scheibe drauf. Zack, nehme ein Waffeltuch. Klar, für Scheibe das Beste. Und werde das Ganze jetzt mal hier verarbeiten. So. Boah. Passt, schon weg. Ja, weiß nicht, ob der wirklich glatter geworden ist. Kann ich jetzt nicht so sagen. Müssen wir gleich mal gucken, wie das Ganze aussieht. Jetzt decken wir das hier mal ab. Beziehungsweise schmeißen uns das Tuch so hier drüber bis zur Hälfte und jetzt kommt direkt hier die Versiegelung drauf. Zack, das ist diese hier, Ceramic Spray Versiegelung. Sprüht schon anders und von der Flüssigkeit erinnert das auch eher an den Abend mit der Olga als an den Detailer drüben. Zack, neues Tuch, ganz klar. Ja, guck mal, die verhalten sich schon komplett anders, sehen ganz anders aus hier auf der Scheibe. Ganz andere Viskosität vorhanden bei den Dingern. Okay, so, ein bisschen die Streifen hier wegmachen. Und ich würde das Ganze jetzt mal so 5 bis 10 Minuten noch ablüften lassen. Und danach gucken wir uns Beading Sheeting an. Mal sehen, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nachdem das Ganze jetzt einige Minuten abgelüftet ist, gucken wir uns das an. Also ich glaube, es wird bieden und schieden. Hä? Okay. Also das wundert mich jetzt. Die Sprayversiegelung bietet gar nicht. Das sieht ja krass aus. Der Detailer bietet. Hä? Das ist ja krass, Leute. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja, wir sehen, der Detailer schiedet auf jeden Fall. Okay. Aber was ist hier drüben los? Der bietet auch nicht auf Glas. Also bevor ich da irgendeinen Fehler gemacht habe, würde ich da nochmal eine zweite Runde versuchen. Erstmal abtrocknen und dann machen wir nochmal eine zweite Runde. Vielleicht irgendwas passiert, aber das sieht echt komisch aus. Okay, gucken wir mal. Nehmen wir das kleine Tüchlein hier. Bisschen Wasser abtrocknen ist kein Problem. So. Das. Und versuch den mal mehr zu verstäuben als gerade. So.
Dann nehmen wir hier nochmal ein frisches Tuch und verteilen den. Ich mache jetzt wirklich ganz wenig Druck mal. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt mal so ablüften. Das geht ja bei den aktuellen Temperaturen sehr, sehr schnell. Ja, sieht man ja, wie die jetzt hier langsam abhauen. Hier unten im schwarzen Bereich haben wir jetzt ein bisschen Flecken. Okay, gehen wir mal hin und ziehen das hier kurz weg. Hier aber auf der Fläche, ja, hier oben muss ich aber auf jeden Fall mal lang gehen, will ich jetzt extra mal nichts machen. Ich lasse das mal noch ein bisschen weiter ablüften. Mal gucken, ob das komplett abhaut oder ob wir da Rückstände behalten. Ich glaube, brauchen wir nicht gar nicht warten. Das sind so leichte Rückstände. Also da müssen wir mit dem Tuch, ich mache es wirklich mit ganz wenig Druck jetzt nochmal, ganz sanft hier nochmal ein bisschen drüber wabbeln. Ja, das geht gar nicht. Da müssen wir ein bisschen Druck ausüben, damit es geht. Sonst habe ich nämlich hier Schlieren drauf. Ja. Also ich würde jetzt schon mal sagen, nein, das ist nicht unbedingt für die Scheibe geeignet. No. Das ist krass. Das hätte ich nicht erwartet. Okay. So, warten wir noch mal einen Moment und dann machen wir nochmal Beading. Okay, Freunde, einen Moment noch mal gewartet. Jetzt guckt euch das mal an. Könnt ihr das hier sehen, dass ich jetzt hier so ein bisschen Fleckenbildung habe, schlierenmäßig drauf habe? Wir würden auf dem Lack Wolkenbildung sagen. Also das sieht nicht gut aus. Das Zeug scheint wirklich hier auf der Fahrerseite, sprich 12 Versiegelungen, nicht geeignet für Scheiben zu sein. Und dementsprechend jetzt natürlich auch nochmal Beading nichts. Da brauche ich ja kein Cheating machen. Das sieht ja schon so krass aus, dass sich hier nichts tun wird. Ne? Und hier drüben nochmal zum Vergleich. Der Detailer klappt. Der Detailer klappt. Also Leute, funktioniert nicht, funktioniert. Ja, Freunde, den letzten Test, eine Idee habe ich noch. Was passiert, wenn wir mit dem Scheibenwischer drüber gehen? Also auf der Seite, klar, fette Lache hat nichts gebracht. Aber was passiert mit dem Detailer? Wird der Schlieren ziehen? Mal gucken. Ihr seht das, ich habe das direkt mal ausprobiert. Ich habe direkt mal ein bisschen auch gespritzt. Also ich glaube, das ist nichts. Ich glaube nicht, dass das das Richtige ist. Man sieht hier auch so ein bisschen ganz leichte, ja, so eingetrocknete oder noch nicht getrocknete Tröpfchen, aber irgendwie ganz komisch. Also Leute, das eignet sich nicht als Scheibenversiegelung. Ich würde auch den Detailer nicht auf der Scheibe verwenden. Es gibt deutlich bessere Produkte, Scheibenversiegelungen etc., die hier deutlich bessere Arbeit leisten und viel besser geeignet sind, um eine Scheibenversiegelung zu gewährleisten.